So, ich habe heute Morgen die Losung gelesen und da gibt es irgendwie für Sonntage oder für, ich weiß nicht, ob das sozusagen eine Art von Wochenlosung ist, gab es jedenfalls heute nicht nur eine Tageslosung, sondern eben eine Wochenlosung irgendwie noch. Und die hat mich angesprochen. Das finde ich nach dem Tag, wo wir gestern in Leipzig so viel Streit hatten. Hat mich dieser Vers richtig angesprochen und ich habe gedacht, das ist gut, darüber predige ich heute. Matthäus 5, Vers 9, da steht, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und ich möchte es mal aus der Elberfelder Übersetzung vorlesen. Da heißt es, glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Oder wörtlich könnte man es eigentlich, das ist dann nicht so ganz feines Deutsch, aber man könnte es so ungefähr übersetzen, weil so steht es eigentlich da. Selig sind diejenigen, die Frieden machen. Also die Friedenmachenden. Ja, selig sind die Friedenmachenden. Sie werden Söhne Gottes genannt werden oder eben Kinder Gottes. Und deswegen heißt die Predigt, wie macht man Frieden? Wie macht man Frieden? Weil da steht, selig sind die Friedenmachenden. Also wie macht man Frieden? So nach einem Tag wie gestern in Leipzig, eine ganz gute Frage, wie macht man Frieden? Das Erstaunliche ist nämlich, wie man streitet, das finden schon kleine Kinder ganz von selbst irgendwie heraus. Das muss man ihnen nicht beibringen, oder? Das muss man keinem Menschen beibringen, wie man streitet. Das können irgendwie alle Menschen. Egal in welchem Land, egal aus welchem kulturellen Hintergrund oder was auch immer, streiten können alle Menschen, oder? Vielleicht denkst du, naja, wir sind doch Christen, wir kennen sowas wie, nicht wie Streit, oder? Kennst du sowas wie Streit? Schon mal davon gehört, dass es sowas gibt? Nein, 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 gibt es nicht bei uns. Also auf jeden Fall, streiten können irgendwie alle Menschen. Und das können schon kleine Kinder, aber eben, wie macht man Frieden? Frieden zu machen ist eine Kunst. Frieden zu machen ist eine Kunst. Und dabei geht es um zwei Fragen, wenn es darum geht, Frieden zu machen. Nämlich die erste Frage ist, wie verhindert man Streit? Wie verhindert man Streit? Wie verhindert man, dass es dass überhaupt dazu kommt? Und zweite Frage ist, wenn es zum Streit gekommen ist, wie bringt man Frieden in Situationen von Streit? Wie bringt man Frieden in Situationen von Streit? Wir werden uns diesen zwei Fragen gleich widmen. Und aber vorher möchte ich mit einem Statement starten. Also ich habe drei Punkte für dich. Punkt 2 und Punkt 3 sind diese beiden Fragen. Vorher kommt aber ein anderer Punkt noch, nämlich ein Statement. Erstens, Frieden ist dem Herrn sehr wichtig. Frieden ist dem Herrn sehr wichtig. Und dieses Statement ist mir sehr wichtig. Das kannst du gerne mal zu deinem Nachbarn irgendwo sagen. Frieden ist dem Herrn sehr wichtig. Ich möchte dir dazu einfach mal eine ganze Reihe von Bibelversen vorlesen. Ich warte immer noch auf die Übersetzung hier, die kommt immer irgendwie nicht gerade heute. Ich bin so gewohnt, dass Ryan übersetzt, der das echt immer herrlich macht. Ich werde dir einige Bibelverse dazu vorlesen. Das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Es gibt sehr viele Bibelverse zu diesem Thema. Irgendwie hat das Wort Gottes richtig viel zu sagen zum Thema Frieden oder zum Thema Streit. Und natürlich, sagen wir mal, Krieg ist dann noch die erweiterte Form von Streit, aber eigentlich gilt dasselbe alles auch für Krieg. Ich lese dir vor Matthäus 5, Vers 5. Da gibt es nämlich noch eine zweite Seligpreisung, die eigentlich genau in dieselbe Richtung geht. Da heißt es nämlich, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Und ich würde es einfach mal so übersetzen, selig sind die, die nicht streiten. Das ist sanftmütig. Selig sind die, die nicht um ihr Recht kämpfen. Die nicht um ihr Recht streiten, sondern die sanft sind. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Römer 12, Vers 18. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Kannst mal kurz deine ganzen Beziehungen durchüberlegen. Hier steht eine klare Ansage: Ist es möglich, so viel an euch liegt? Wir können manchmal nicht verhindern, dass andere Menschen mit uns streiten. Und ganz besonders, was wir nicht verhindern können, ist, dass andere Menschen sich über uns ärgern, weil wir Christen sind. Das ist ein Konfliktpunkt, den können wir nicht ausschalten.
Aber in unserem ganzen Verhalten, in unserer ganzen Haltung, so steht es da, ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Das ist eine klare Ansage von Gott, ihm ist es wichtig, ihm ist Frieden wirklich richtig, richtig wichtig. Psalm 15, Vers 18, ein zorniger Mann richtet Zank an, ein geduldiger aber stillt den Streit. Sprüche 17, Vers 14 und Vers 19a, wer Streit anfängt, gleich dem, der dem Wasser den Damm aufreißt, lass ab vom Streit, ehe er losbricht. Und Vers 19a, wer Zank liebt, der liebt die Sünde. Also wer Streit anfängt, ist jemand, der wie ein Staudamm einreißt und das ganze Wasser ergießt sich und das ist kein schönes, erfrischendes Wasser, das ist Schmutz. Sprüche 20, Vers 3, eine Ehre ist es dem Mann, dem Streit fern zu bleiben, aber die gerne streiten, sind allzumal Toren. Jakobus 1, Vers 19 und 20, ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Auch eine ganz allgemeine Proklamation, ein ganz allgemeines Statement vom Herrn. Des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Und noch eins, ganz besonders für Situationen in Gemeinden oder für die gemeinschaftliche Atmosphäre innerhalb einer Gemeinde. Epheser 4, Vers 1 bis 3. So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, so da haben wir wieder die Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, habt das im Fokus, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. So Einigkeit im Geist, Einheit im Geist ist etwas, was wir nicht herstellen müssen. Das stellt der Heilige Geist her. Er kommt mit seiner Gegenwart, wenn wir entsprechend leben, wenn wir ihn entsprechend einladen, wenn er sich entsprechend willkommen fühlt in unserem persönlichen Leben und in der Gemeinde, dann kommt er und er stellt die Einigkeit im Geist her. Aber hier steht, dass wir eine Aufgabe haben, diese Einheit und Einigkeit im Geist zu schützen und zu bewahren. Das ist unsere Aufgabe. Und wir bewahren und beschützen diese Einheit im Geist durch das Band des Friedens. Wir werden zusammengehalten durch ein Band des Friedens und dieses Band des Friedens dürfen wir nicht antasten, dürfen wir nicht zerstören, weil es dann die Einheit im Geist zerstört. Also, dem Herrn ist Frieden so richtig, richtig wichtig und ich denke, das weiß jeder. In Streit und in Krieg gibt es immer nur Verlierer. In Streit und in Krieg gibt es immer nur Verlierer. Wenn es zum Streit kommt, fühlt sich keiner hinterher gut. Es ist immer, gibt immer nur Verlierer. Streit verletzt, Streit raubt Freude und Friedensstreit zerstört Beziehungen. In einer Streitatmosphäre ist es auch einfach so, dass auch der Heilige Geist und die Gegenwart Gottes sich zurückzieht. So um uns herum ist die Welt gerade voll von Streit. Man hat das Gefühl, es eskaliert überall. Die ganze Welt ist voll von Streit, von Entzweiungen. Von Gruppen, die richtig gegeneinander kämpfen, die einander hassen, die Feindschaft haben zueinander. Und die Welt um uns herum ist gerade voll von Menschen, die Streit und Entzweiung auch ständig noch anfachen durch die Art und Weise, wie sie leben und wie sie reden und so weiter. Und deswegen ist das eine gute Frage, wie können wir Frieden machen? Selig sind die, die Frieden machen, denn sie werden Söhne oder Kinder Gottes heißen. Das ist Gott richtig wichtig. Wie können wir also Frieden machen? Und jetzt kommen wir eben im zweiten und dritten Punkt zu diesen beiden Fragen. Wie verhindert man Streit? Oder dann dritter Punkt, wie bringt man Frieden in Situationen von Streit? Also, erstes Punkt-Statement. Dem Herrn ist Frieden richtig wichtig. Das kannst du nochmal zu jemand anders einfach sagen. Dem Herrn ist Frieden so richtig wichtig. Und dann kommen wir damit zum zweiten Punkt. Wie vermeidet man Streit? Weil das haben wir ja schon ein paar Bibelverse gehört, das ist dem Herrn wichtig. Wir können es nicht vermeiden und verhindern und das ist auch nicht der Wille Gottes, dass wir vermeiden und verhindern, dass es Konflikte gibt. Die gibt es
Und die sollen wir auch austragen. Wir sollen auch in Wahrheit miteinander leben. Es geht nicht darum, der Herr sagt nicht, dass wir Konflikte unter den Tisch oder unter den Teppich kehren sollen oder solche Dinge. Davon ist nicht die Rede. Nur soll es nicht zum Streit kommen. Weil Streit ist immer nur zerstörend und raubend. Also, wie vermeidet man, dass es zum Streit kommt, wenn es einen Konflikt gibt? Wie gesagt, kein Problem, wenn es einen Konflikt gibt, das gibt es immer wieder. Menschen sind unterschiedlich und es gibt immer wieder Herausforderungen, wo man sich reibt und so weiter. Dann muss man sich aussprechen und das klären miteinander und so weiter. Da gibt es auch vieles, was der Herr dazu sagt. Aber zum Streiten muss es nicht kommen, nie. Gewöhn dich nicht dran, dass es zum Streit kommt. Ich möchte einfach ein paar Dinge aufrichten, weil es muss nie zum Streit kommen. Auch wenn es Konflikte gibt, muss es nie zum Streit kommen. Also, wie vermeidet man Streit? Und eben nochmal klare Ansagen, der Herr will, dass wir Streit vermeiden. Das ist ihm richtig wichtig. Und deswegen, ich habe jetzt Punkt A bis E unter zweitens, gehe da schnell durch. A, entscheide dich bewusst, Streit zu vermeiden. Entscheide dich bewusst, Streit zu vermeiden. Also nimm eine Haltung ein, dass du wirklich weißt, der Herr hasst Streit und er liebt Frieden und ihm ist Frieden richtig, richtig wichtig. Und es ist ganz viel gewonnen, wenn wir es schaffen, einen Konflikt auszutragen und zu klären, ohne dass es zum Streit kommt. Das heißt, das muss ein ganz bewusstes Ziel in unserem Leben sein, Streit zu vermeiden, weil Streit ist immer nur Zerstörung und Raub von Gegenwart Gottes, Raub von Frieden, Raub von Freude, Raub von Freundschaft, Raub von Beziehung und. Also das heißt, immer ist es dem Herrn wichtig, Streit zu vermeiden. Deswegen, entscheide ich bewusst, Streit zu vermeiden. Sprüche 17, Vers 14, hatte ich schon gelesen, wer Streit anfängt, gleich dem, der dem Wasser den Damm aufreißt. Lass ab vom Streit, ehe er losbricht. Tu alles von deiner Seite aus, um Streit zu vermeiden. Bringe ich das klar rüber? Ja? Das ist dem Herrn richtig wichtig. Und das sollten wir richtig als einen Fokus in uns haben und dass sofort Warnlampen anfangen zu leuchten, wenn es irgendwie angespannt wird, wenn du merkst, wie der Ärger hochkommt und wenn du merkst, wie so kurz vor dem Losbrechen des Streits. Spätestens dann sollte irgendwie in dir klar sein, stopp. Das muss ich vermeiden. Also seid ihr bewusst, dass es dem Herrn immer wichtig ist, Streit zu vermeiden. Setze alles daran, dass aus einer angespannten Situation kein Streit wird, sondern schau nach Lösungen des Konflikts, die ohne Streit gehen. Punkt B, das war A, entscheide dich bewusst, Streit zu vermeiden. B, also wie die Frage des zweiten Punkts ist einfach, wie vermeidet man Streit? A, entscheide dich bewusst, Streit zu vermeiden. B, rede nicht negativ und aufstachelnd über andere. Und genauso umgekehrt, wenn andere dir gegenüber so reden, dann korrigiere das. Lass dich nicht aufstacheln gegen andere. Das geht so leicht, dass man so ein bisschen piekst, ein bisschen negative Bemerkungen über jemanden sät und plötzlich, du warst eigentlich gar nicht dabei bei irgendwas und du warst eigentlich überhaupt nicht beteiligt und du hast eigentlich eine Freundschaft mit jemandem und alles ist gut, aber da stichelt jemand und plötzlich kommt in dir der Ärger hoch. Du warst gar nicht dabei, du warst gar nicht betroffen und du hast das gar nicht mitgekriegt, jemand stachelt dich auf. Das geht so schnell, wir können so schnell Menschen gegen andere Menschen aufstacheln. Und Streit entsteht manchmal, weil einfach jemand aufstachelnd negativ über jemand anders geredet hat. Und plötzlich ist dein Herz aufgebracht gegen jemand und du begegnest ihm und es ist eine ganz andere Atmosphäre plötzlich. Vielleicht hast du es auch umgekehrt schon erlebt. Du begegnest jemand und denkst eigentlich, war alles gut? Bis gestern, bis heute Morgen war noch alles gut? Was ist denn jetzt los? Warum ist der jetzt so drauf? Warum ist er so aggressiv mir gegenüber? Und da war einfach ein Gespräch, wo jemand anders aufstachelnd negativ geredet hat. Man kann sogar Freunde auf diese Weise entzweien, indem man aufstacheln, negativ redet. Und das ist übrigens das, was der Teufel ständig tut. Falls du dich daran beteiligst, beteiligst du dich an einem Werk des Teufels.
Weil das ist das, was er ständig tut. Er entzweit ständig. Er will immer Beziehungen entzweien. Er will Freundschaften entzweien. Er will Ehen entzweien. Er will alles Einheit zerstören, überall, wo es nur geht. Also wenn du dich mit spitzen Bemerkungen, mit aufstachelndem Reden, negativem Reden, irgendwo hinter dem Rücken von anderen daran beteiligst, Menschen zu entzweien, beteiligst du dich an einem Werk Satans. Und es ist auch nicht der Geist Jesu, der das ist, sondern das ist ein dämonischer, finsterer Geist. Und deswegen bitte sei dir bewusst, du bist verantwortlich für deine Worte, nämlich für zwei Sachen bei deinen Worten. Auch bei deinen Worten, die du nicht direkt zu anderen sagst, sondern zu jemand anders über andere. Du bist verantwortlich dafür, dass das wahr ist, was du sagst. Sogar eins der Gebote, es ist Gott so wichtig, dass es eins der 10 Gebote ist, du sollst nicht falsch Zeugnis reden über andere. Du sollst kein falsches Zeugnis über andere geben, sei es direkt oder sei es, indem du über jemand zu anderen redest. Du bist verantwortlich dafür, dass das wahr ist, was du sagst. Und zweitens, du bist auch verantwortlich für die Wirkung, die deine Worte entfalten. Nämlich für den Geist und die Atmosphäre, der verbunden ist mit deinen Worten. Das eine ist die Information, die du rüberbringst, und das andere ist vielleicht dein eigener Ärger oder deine negativen Gedanken über jemand. Und du bist auch verantwortlich, du bringst auch damit etwas rüber. Vielleicht stimmt sogar die Information, aber dein Herz stimmt nicht. So bringst du vielleicht jemand anders auf gegen jemand und bist verantwortlich für Streit, der entsteht. C, bremse Zorn. Jakobus 1, Vers 19 und 20. Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, das habe ich schon vorgelesen vorhin, ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Das ist, wie gesagt, ein ganz allgemeiner Satz. Immer wenn du zornig bist und aus Zorn heraus redest oder aus Zorn heraus handelst, dann kannst du gleich drüber schreiben, des Menschen Zorn tut nicht, was Gott recht ist. Egal, was du tust, du fühlst dich vielleicht noch so sehr im Recht, aber egal, was du aus Zorn tust, da steht der Satz drüber, denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Diesen Satz kannst du gleich streichen, den du gesagt hast, das, was du aus Zorn gemacht hast, kannst du gleich in die Mülltonne kloppen. Das ist aus Gottes Sicht immer das, was ihm nicht gefällt. Wir können aus Zorn nichts machen, was Gott gefällt. Und hier steht, ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Gerade wenn es britzelt irgendwo, dann sollen wir schnell dazu sein, jemand anders zuzuhören. Und zwar gerade auch der betroffenen Person zuzuhören. Nicht dem negativen Reden von anderen, sondern der betroffenen Person zuzuhören. Hör dem anderen gut zu. Halte dich mit Reden zurück. Erst recht, wenn du merkst, dass Zorn hochkommt. Halte dich lieber zurück. Hör erst mal zu. Sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Eine ganz, ganz, ganz praktische Anweisung, die sehr, sehr, sehr hilft, Streit zu vermeiden. Beende lieber ein Gespräch, wenn du merkst, dass du es nicht schaffst, ohne dass es eskaliert. Dann ist es besser zu sagen, du pass auf, wir reden noch mal drüber. Bitte, ich merke jetzt einfach, es ist nicht gut. Ja, bitte versteh es nicht falsch, vielleicht können wir morgen drüber reden. Vertage lieber ein Gespräch, verschiebe ein Gespräch, beende es, bevor es eskaliert. Weil Worte, die einmal ausgesprochen sind und jemand anders verletzt haben, die holst du nicht so schnell zurück. Auch eine ganz praktische Empfehlung, wenn du Nachrichten bekommst, zum Beispiel E-Mails oder Telegram, WhatsApp, irgendwas, irgendwelche Nachrichten, die dich ärgern, antworte nicht schnell drauf. Das ist meistens ein Fehler. Also wie gesagt, alles, was wir aus Zorn oder Ärger machen, das wird nichts. Kannst du vergessen. Du antwortest nie richtig, wenn du aus Zorn antwortest. Wenn du aus Ärger antwortest. Deswegen, wenn das eine Kleinigkeit ist, dann reicht es vielleicht, du lässt 2 Stunden ruhen und antwortest dann. Wenn dich richtig geärgert hast, richtig was Blödes ist, sich richtig angemacht hat, dann lass einfach mal eine Nacht drüber schlafen und antworte am nächsten Tag. Meistens würdest du dann schon ganz anders antworten als direkt aus der Situation raus.
warte, bis der Ärger verflogen ist und bete auf, vergib und was weiß ich. Und wenn der Ärger verflogen ist, dann antworte. Das sind dann Worte, die du nicht bereust. Alles andere ist meistens so, das bereuen wir hinterher. Die Schnellschüsse aus Ärger raus, die bereuen wir selber. Das hilft nicht. Punkt D, vergib sofort. Vergib sofort. Ich lese dir nochmal die Punkte. Also wir sind bei zweitens, wie vermeidet man Streit? A, entscheide dich bewusst, Streit zu vermeiden, weil es einfach so wichtig ist, dem Herrn auch so wichtig ist. B, rede nicht negativ und aufstacheln über andere und lass dich auch nicht von anderen so aufstacheln. C, bremse Zorn. D, vergib sofort. Erlaube dir nicht, verletzt zu reagieren. Ganz viele Menschen denken, ich habe das Recht, verletzt zu sein. Der andere hat mich so und so behandelt, das musst du doch jetzt verstehen. Es ist doch völlig klar, dass ich jetzt völlig verletzt bin. Das Recht haben wir nicht, davon redet die Bibel nicht. Du hast gar nicht das Recht, verletzt zu sein. Vielleicht bist du erstaunt über diese Aussage. Es ist immer unser Ich, das verletzt reagiert und meint jetzt, ich habe jetzt ein Recht, verletzt zu reagieren. Der andere hat das und das mit mir gemacht und deswegen ist doch völlig klar, versteht doch jeder, dass ich jetzt verletzt reagiere und rein menschlich ist es sogar so, würden wir sogar vielleicht verstehen, aber das Wort Gottes erlaubt es uns gar nicht. Und deswegen streich das mal aus deinen Gedanken, der Gedanke, du hättest ein Recht, verletzt zu sein. Als Christ hast du das nicht. Es gibt manche Dinge, die gelten für uns etwas anders als für die Welt um uns herum. Als Christ hast du das nicht. Hast nicht das Recht, verletzt zu sein. Und darauf zu pochen und das festzuhalten, es ist unsere Seele, die verletzt ist. Es ist unsere Ehre, die verletzt ist. Es ist unser Stolz, der verletzt ist. Wenn wir uns erlauben, verletzt zu reagieren, und diesen Satz, den kannst du dir mal merken oder auch aufschreiben, wenn wir uns erlauben, verletzt zu reagieren, dann erlauben wir, verletzt zu werden. Und wir öffnen unser Herz für Bitterkeit, Unvergebenheit und Anklage. Ich sage es nochmal, wenn wir uns erlauben, verletzt zu reagieren, dann erlauben wir erst, verletzt zu werden. Du entscheidest, ob dich etwas verletzt oder nicht. Das muss dich nicht verletzen. Es können Menschen mit dir machen, was sie wollen. Es muss dich gar nicht verletzen. Es muss dich gar nicht runterreißen. Gar nicht, nein. Aber wenn du erlaubst, verletzt zu reagieren, dann erlaubst du auch, dass dich etwas verletzt hat. Erst in dem Moment, in dem du das zulässt, verletzt es dich wirklich. Wenn wir uns erlauben, verletzt zu reagieren, dann erlauben wir, verletzt zu werden und öffnen unser Herz für Bitterkeit, Unvergebenheit und Anklage. So, Jesus hat uns das krasseste Vorbild überhaupt gegeben. Jesus hat sich am Kreuz nicht erlaubt, verletzt zu reagieren. Warum? Hätte er die Tür geöffnet, verletzt zu reagieren, dann wäre ein Moment Bitterkeit, Anklage, Unvergebenheit in seinem Leben gewesen und er wäre nicht mehr sündlos gewesen. Jesus war ohne Sünde, er ist ohne Sünde gestorben. Und wir lesen seine völlig krasse Reaktion, lesen wir, und also nur, wenn du noch was Schlimmeres erlebst, könntest du überhaupt drüber nachdenken, verletzt zu reagieren. Ansonsten haben wir einfach ein klares Vorbild von Jesus. Da lesen wir in Lukas 23, Vers 33 bis 35. Und als sie kamen an die Stätte, die da Schädelstätte heißt, kreuzigten sie ihn dort. Ich sage nochmal klar dazu, unschuldig. Es war ein Justizfehler, oder nicht nur Fehler, ich weiß nicht, wie man sagt, also er war unschuldig, bitte? Ein Skandal, Justizskandal, weil er war wirklich unschuldig. Sie kreuzigten ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zu rechten und einen zu linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen. So, du kannst dir das gar nicht so krass vorstellen, wie es wirklich war. Jesus wird gekreuzigt, unschuldig, Justizskandal, völliges Unrecht. Vorher noch ausgepeitscht und. Er wird gekreuzigt
Unter seinem Kreuz verteilen sie seine Kleider, werfen noch das Los um die Kleider. Das Volk steht da und schaut zu, wie er nackt am Kreuz hängt. Und die Oberen spotten noch. Und seine Entscheidung ist, er wartet nicht darauf, dass jemand ihn um Vergebung bittet dafür. Bitte mach nicht diesen Fehler. Das Wort Gottes sagt nirgendwo, dass wir erst vergeben sollen, wenn uns jemand um Vergebung bittet. Nein, das steht nicht da. Wir sollen vergeben, Punkt. Das ist ein Befehl von Jesus. Vergib sofort. Nicht, wenn dich jemand um Vergebung bittet. Nicht, wenn du jemand hast, lange erst mal schmoren lassen und ihm deutlich spüren lassen, wie viel dir das jetzt alles ausgemacht hat und wie verletzt du bist und tagelang nicht mehr geredet hast oder was auch immer alles. Es gibt so Manipulationsmechanismen, mit denen wir andere so richtig spüren lassen, wie böse das jetzt war, was sie gemacht haben. Jesus sagt, vergib sofort. Du hast kein Recht, verletzt zu sein. Vergib sofort. Jesus hat in dem Moment, in dem sie es gemacht haben, sofort vergeben. Weißt du, was du damit machst? Du schützt dich selber. So wirst du erst gar nicht verletzt. Und wenn es so ein klein bisschen gepiekst hat, dann vergibst du sofort und dann bist du selbst heil und nicht verletzt. Das ist der beste Selbstschutz. Aber ist es auch eine klare Anweisung von Jesus, vergib. Und zwar vergib sofort, vergib bedingungslos. Du hast kein Recht festzuhalten, du hast kein Recht anzuklagen. Das ist eine ganz, ganz klare Botschaft. Also es gibt ganz, ganz klare Dinge im Evangelium und in der Bibel und das ist eine der ganz, ganz klaren Dinge. Wir sollen sofort vergeben, nicht als wenn uns jemand um Vergebung bittet. Also Jesus hat sich nicht erlaubt, verletzt zu reagieren. Nicht erst eine Nacht oder einen Tag oder zwei Tage rummachen mit dem Ganzen und brodeln lassen und irgendwann, wenn der andere demütig genug kommt und mich um Vergebung bittet, okay, dann zähneknirschend, dass er immer noch spürt, wie mies das war, was er gemacht hat, sage ich dann vielleicht ganz gnädig, okay, ich vergebe dir. Nein, gleich, sofort. Gleich, sofort. Es ist wie ein Regenmantel, den du anziehst, bevor es regnet und dann trifft dich der Regen gar nicht. Es ist eine Entscheidung, immer sofort zu vergeben. Du kannst dich selbst völlig schützen vor Verletzung mit einer radikalen Entscheidung, ganz schnell und sofort zu vergeben. Und damit lebst du im Geist Jesu. Der Geist dieser Welt, der macht immer ein Riesending draus und ist, was weiß ich, wie verletzt und pflegt diese Verletzung noch kräftig. Und alle müssen es verstehen, dass ich jetzt verletzt bin und alles. Also erlaube es dir nicht. Wenn wir uns erlauben, verletzt zu reagieren, dann erlauben wir, verletzt zu werden. Und wir öffnen unser Herz für Bitterkeit, Unvergebenheit und Anklage. Nimm das Vorbild von Jesus. Punkt E, antworte mit einem anderen Geist. Punkt E, antworte mit einem anderen Geist. Ich lese dir aus Römer 12, Vers 17 bis 21. Da steht auch eine ganz, ganz klare Anweisung. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Sag mal zu deinem Nachbarn, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Wer ist jedermann? Na, jedermann und jede Frau. Ja, aha, ja, das auch. Das sind die Leute, die du magst und mit denen alles ganz toll ist und mit denen du befreundet bist und wo alles ganz super ist. Und das sind die Leute, die dich ärgern und die dich dissen und der Chef, über den du dich ärgerst oder was auch immer. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Auch gegenüber denen, die dich ärgern. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Ich habe es vorhin schon vorgelesen und dann geht es weiter. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Oh Gott, wird sich schon kümmern um dich, wenn du wirklich im Unrecht behandelt wirst. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Lass den Herrn Gerechtigkeit ausüben. Wenn es wirklich so ist, dass du Unrecht erlitten hast, wird der Herr für dich streiten. Wenn du nicht selbst für dich streitest. Der Herr wird sich darum kümmern. Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr.
Es ist seine Entscheidung, dass das seine Sache ist. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Und dann der Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist so im Kern wirklich Geist Jesu. Das ist wirklich Heiliger Geist. Das ist im Kern wirklich, da verstehst du etwas davon, wie Jesus tickt und wie der Heilige Geist tickt. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Komm im entgegengesetzten Geist. So verhinderst du Streit und gleichzeitig antwortet. Das ist natürlich schon, das ist jetzt im Grunde schon der Übergang zur dritten Frage, weil das für beides eigentlich gilt. Du kannst auf diese Weise, indem du im entgegengesetzten Geist auf Dinge antwortest, kannst du schon überhaupt verhindern, dass es zum Streit kommt, weil du dich gar nicht reinziehen lässt. Zum Streiten gehören immer zwei. Wenn du dich nicht reinziehen lässt, sondern in einem entgegengesetzten Geist antwortest, wird der Streit verhindert. Aber dann, falls es nicht so ist, falls der Streit nicht verhindert wurde, gilt dasselbe genauso auch für die dritte Frage. Und wir kommen jetzt zum dritten Punkt. Wie bringt man Frieden in Situationen von Streit? Wie bringt man Frieden in Situationen von Streit? Und dazu gehört es genauso, dass wir radikal im Geist Jesu auf Dinge antworten. Und ich habe noch zwei Punkte für dich und dann bin ich auch schon fertig und dann wollen wir beten. Drittens, also wie bringt man Frieden in Situationen von Streit? A, überwinde Böses mit Gutem. Überwinde Böses mit Gutem. Eine klare Anweisung. Du hast Böses erlebt, gib's dem Herrn ab, vergib und überwinde das Böse mit Gutem. Mach dir Gedanken, wie du denjenigen, diejenige segnen kannst. Wie du ganz anders antworten kannst, als das, was schon kleine Kinder können. Im selben Geist zu antworten, das können schon kleine Kinder. Wie gesagt, streiten muss man irgendwie niemand beibringen. Das können alle Menschen überall und das können wir schon als kleine Kinder. Und es ist einfach, dass wir im selben Geist antworten auf etwas Böses, was wir erleben. Oft noch einen drauflegen dabei. Und ich lese dir nochmal diese Verse jetzt zu der dritten Frage eben. Also wie bringt man Frieden in Situationen von Streit zum dritten Punkt und dann zu A, überwinde Böses mit Gutem. Ich lese dir nochmal Römer 12, Vers 17 bis 21. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Niemand. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jeder Mann und jeder Frau. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Das ist eine Antwort Gottes, seine göttliche Strategie und das solltest du ganz wörtlich tun. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Dadurch zerbrichst du etwas. Es geht darum, wenn wir im entgegengesetzten Geist gehen, und jetzt kommt noch der Punkt B, also das war Punkt A, überwinde Böses mit Gutem, und B, demütige dich und bitte als Erster um Vergebung. Demütige dich und bitte als Erster um Vergebung. Streit hat meistens irgendwie auch kräftig immer mit Stolz zu tun. Wo kein Stolz ist, ist meistens kein Streit. Oder umgekehrt, wo viel Demut ist, ist meistens kein Streit. Und da Streit meistens mit Stolz irgendwie zu tun hat, ist Demut immer die richtige Antwort. Weil das ist das, was ich gerade sagen wollte, das ist der entgegengesetzte Geist. Demut ist der entgegengesetzte Geist. Sich vom Bösen nicht überwinden zu lassen, sondern das Böse mit Gutem zu beantworten und zu überwinden, ist der entgegengesetzte Geist. Und wir müssen uns eins klar sein, wenn wir sind in unterschiedlichster Weise immer in geistlichen Kämpfen und auch wenn Streit ist, hat es immer sofort mit dämonischen Mächten zu tun. In dem Moment, wo Streit losgebrochen ist, ist immer eine Tür auf für finstere, dämonische, zerstörerische Mächte. Und
Der entgegengesetzte Geist, der Geist Jesu, der so anders ist als diese Welt, wenn du daran antwortest, zerbricht die dämonische Power. Das heißt, wenn du im entgegengesetzten Geist kommst und du tust Gutes, wo du Böses erlebt hast, du überwindest das Böse mit Gutem, vergiltst nicht Böses mit Bösem, sondern überwindest das Böse mit Gutem. Wo du kommst und dich demütigst und als Erster um Vergebung betest, und vielleicht hast du nur 5% war eigentlich dein Anteil und wirklich 95% war eigentlich der Anteil vom anderen. Ich meine nicht nur, dass du das meinst, sondern dass es wirklich auch so war. Ja, meistens meinen wir das so. Aber falls es wirklich so war oder du hast nur 1% Anteil und der andere 99% Anteil, ist ganz egal. Das ist eine geistliche Strategie. Das ist auch das richtige Herz. Es ist der Geist Jesu. Geh als Erster hin, demütige dich und bitte als Erster um Vergebung. Damit zerbrichst du die dämonische Power im Streit. Und es ist die richtige Antwort und es ist der richtige Geist. Es kommt der Geist Jesu in die Situation rein, in die Beziehung rein. Es kommt der Heilige Geist rein in die Beziehung und fühlt sich plötzlich wieder wohl und dämonische Power zerbricht. So könnte die Band mal nach vorne kommen und dann wollen wir nämlich beten. Und ich möchte dich fragen, ob du zu jemand werden willst, der Frieden macht. Möchtest du das gerne sein, jemand, der Frieden macht? Selig sind die, die Frieden machen. Wenn du gerne ein Kind Gottes heißen willst, ein Sohn Gottes, dann solltest du das machen, weil das steht da. Selig sind die, die Frieden machen, weil sie werden Gottes Kinder heißen oder Gottes Söhne heißen. So, also wenn du jemand sein willst oder werden willst, der Frieden macht, dann ist der erste Schritt, ich bin überzeugt, dass wir nur Frieden machen können, wenn wir Jesus in unserem Herzen haben. Jesus ist der Friedefürst und als Erstes müssen wir Jesus in unser Leben einladen. Falls du hier bist oder zuschaust, auch vielleicht später das Video schaust oder über Internet zuschaust, wenn du Jesus noch nicht in deinem Herzen eingeladen hast, dann fehlt der Friedefürst in deinem Herzen und dann fehlt auch Frieden in unserem Herzen. Meistens zeigt sich das auch darin, dass wir keinen Frieden irgendwie in unseren Beziehungen hinkriegen. Also, erste Einladung ist, lade Jesus ein in dein Leben. Er ist der Friedefürst und du brauchst Frieden in deinem Herzen. Er kommt dadurch, dass du Christ wirst und Jesus in dein Leben einlädst. Dadurch kommt Frieden in dein Leben. Lass uns mal aufstehen zusammen. Aber ich möchte dich genauso auch fragen, wo du Christ bist. Ob du dich zu jemand werden willst, der Frieden macht. Das heißt, der Frieden, der Streit verhindert in seiner Umgebung. Wirklich entschlossen, Streit verhindert. Dafür gerne im entgegengesetzten Geist kommt, Böses mit Gutem überwindet, sofort vergibt, sich demütigt, Positives dagegen setzt und Streit verhindert. Und genauso möchtest du jemand sein, der Frieden in Situationen bringt, wo kein Frieden ist. Und das gilt für deine eigenen Beziehungen, aber man kann das sogar auch in andere Beziehungen. Man kann auch, vielleicht warst du gar nicht betroffen von irgendeinem Streit, aber irgendwo ist in deiner Umgebung so richtig Streit oder so richtig eine zweite Beziehung. Und dieser Vers, der gilt auch in dieser Weise. Du kannst auch Frieden reinbringen in andere Situationen, die dich gar nicht betreffen. Vielleicht in deiner Familie ist Streit. Zwischen dem und dem. Du hast gar nichts damit zu tun, aber die reden schon seit 20 Jahren oder seit 10 Jahren nicht mehr miteinander. Bete dafür. Und vielleicht gibt der Herr dir eine göttliche Lösung, wie du im entgegengesetzten Geist Frieden reinbringen kannst. Vielleicht ist an deiner Arbeit Streit. Der Herr sagt, selig sind die, die Frieden machen. Sei es in deinen eigenen Beziehungen und um dich herum und du vermeidest mit aller Macht Streit und du schaffst Frieden, wenn irgendwo Streit war. Aber wie gesagt, das geht sogar noch weiter, dass es sein kann, der Herr möchte dich wirklich zu einem jemand machen, der Frieden macht an seiner Arbeitsstelle, der Frieden macht in seiner Schulklasse, indem er
Statements macht, gegen Dissen von Leuten, gegen ständiges einander aufstacheln gegeneinander, negatives Reden, Leute isolieren, alles Mögliche. Das gibt es überall, das gibt es in Schulklassen, das gibt es an Arbeitsstellen und. Du kannst jemand sein, der Frieden macht. Er will durch dich Frieden bringen. Du kennst den Friedenfürst, Jesus. Und er fühlt sich immer so wohl, wenn irgendwo Frieden gemacht wird, weil das ist seine Atmosphäre. Deswegen bring seine Atmosphäre da rein, an die Orte, an denen du bist. An der Uni, in der Schulklasse, an der Arbeitsstelle, in der Nachbarschaft, in deiner eigenen Familie. Und ich lade dich ein, dass du dazu diese Anweisungen nimmst, die uns das Wort Gottes gibt. Nimm dir doch einen Moment selbst Zeit zu beten. Du hast das gehört. Und ich denke, gab es sicher Punkte, wo der Herr sehr genau, persönlich, konkret zu dir gesprochen hat. Vielleicht bist du gerade irgendwo davon betroffen, bist gerade hergekommen und es war heute, gestern, diese Woche, irgendwann, irgendwo in deinen Beziehungen Streit. Dann gib dem Herrn eine Antwort. Bitte ihn um Vergebung. Er ist ein gnädiger Gott, er will dir helfen, er will dir aufhelfen. Dann sind wir auch immer selber reingerissen und entmutigt und getroffen und. Bitte den Herrn um Vergebung und entscheide dich, in seinem Geist zu gehen und zu lernen, zu jemand zu werden, der Frieden macht. So nimm dir Zeit selbst zu beten und dann werde ich dich gleich auch noch weiter ins Gebet leiten. Gestern war eine Atmosphäre in Leipzig, in der richtig zum Streit angestachelt wurde. Eine Streitatmosphäre, die bewusst reingetragen wurde in die Stadt. Und indem wir uns dem Selbst stellen und uns beugen vor Jesus, tun wir auch einen geistlichen Schritt zur Reinigung in unserer Stadt. Und ich lade dich ein, möchte ich einfach fragen, ob das bei dir ist, dass du sagst, Jesus, tut mir leid, ich bin noch nicht jemand, der Frieden macht, sondern es kann zum Streit kommen, ich vermeide das nicht oder ich bin auch nicht derjenige, der sich dann schnell demütigt oder der dann im Geist Jesu antwortet, wenn es zum Streit gekommen ist, sondern ich bin dann nachtragend, ich bin dann was weiß ich, ja. So, wenn du einfach sagst, Jesus, tut mir leid und ich möchte zu jemand werden, der Frieden macht, dann melde dich doch einfach an deinen Platz und dass wir einfach zusammen beten können. So, Gott ist ein guter Gott, er vergibt gerne.
Er reinigt gerne und vielleicht wird er auch zu dir noch reden, dass du auch nach dem Gottesdienst hingehst zu Menschen, Menschen um Vergebung bittest. Aber lass uns einfach beten. Danke, Jesus, dass du der Friedefürst bist. Und ich lade dich noch einmal neu bewusst ein als den Friedenfürst in mein Leben. Ich begrüße dich als den Friedefürst. Und ich brauche deinen Frieden. Und ich bitte dich um Vergebung, wo ich selbst nicht ein Mensch des Friedens war. Wo ich nicht jemand war, der Frieden gemacht hat. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich Streit produziert habe. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich Streit nicht vermieden habe. Und ich bitte dich um Vergebung, wo ich auf Streit nicht in deinem Geist geantwortet habe. Bitte vergib mir, Jesus, wo ich nicht Frieden gemacht habe. Das tut mir leid. Es tut mir leid, wo ich an Verletzung festgehalten habe. Wo ich angeklagt habe, wo ich bitter war, wo ich lange gebraucht habe, um zu vergeben. Bitte vergib mir das, Jesus. Und ich entscheide mich heute, dass ich von dir lernen will, in deinem Geist zu gehen, sofort zu vergeben, bedingungslos. Nicht erst, wenn mich jemand um Vergebung bittet. Nicht erst nach mehreren Tagen, sondern sofort zu vergeben. Ich entscheide mich heute, in deinem Geist zu gehen und Böses nicht mehr mit Bösem zu vergelten, sondern in deinem Geist zu gehen und Böses mit Gutem zu überwinden. Ich entscheide mich heute, in deinem Geist zu gehen und mich selbst zu demütigen und auch als Erster um Vergebung zu bitten. Und ich lade dich ein, dass du mir dabei hilfst. Ich will mich verändern. Ich will zu einem Menschen des Friedens werden. Ich will zu jemand werden, der Frieden macht. Weil ich will ein Kind Gottes heißen. Danke, Jesus. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, jetzt über jeden Einzelnen, der das gebetet hat, mit neuem Frieden von dir, mit Heilung, wo Streit war, wo Entzweiung war, wo Verletzungen waren, richtig dein Frieden da rein. Ich lade dich ein, aber auch einfach mit deinem Geist. Und ich lade dich ein, dass du uns zu Menschen deines Friedens machst. Mitten in einer Welt, die so voll Unfrieden und so voll Streit ist. Danke, dass wir durch dich zu Menschen des Friedens werden können, auch wenn wir früher vielleicht ganz anders gelebt haben. Aber dein Geist in uns kann das. Dein Geist in uns kann das. Und vielleicht proklamierst du das mal, ich kann das durch den Heiligen Geist in mir. Ich kann durch den Geist Jesu in mir anders reagieren. Yes. Herr, wir laden dich ein mit deinem Frieden und richtig Strömen lebendigen Wassers, Ströme von Frieden überall rein, wo irgendwo Streit war. Und ich lade dich ein, dass es sogar noch weitergeht, dass Ströme von Frieden, Ströme lebendigen Wassers durch jeden Einzelnen hier nicht nur in die eigenen Beziehungen hineinfließen, sondern auch noch in die Umgebung. Da, wo Menschen hier gar nicht persönlich betroffen sind, aber es ist irgendwo im Umfeld Unfrieden, Streit, Entzweiung. Ich lade dich ein, dass deine Gegenwart da richtig hineinfließt und dass du göttliche Salbung, göttliche Lösungen und Antworten gibst
mit deinem Geist hineinzugehen an die Arbeit, in die Nachbarschaft, in die eigene Familie, in die Schule, wo auch immer. Und so zu leben, dass Frieden reinkommt, wo jetzt noch Streit ist und Entzweiung ist. Ich bete um Frieden in Familien, wo Leute vielleicht seit Jahren nicht mehr miteinander geredet haben. Bete ich, dass du Frieden machst. Danke, Jesus.